Ich bin Rick. Ich bin Steven. Und herzlich willkommen zu Was geht ab Shorts. Burka, Niqab oder Kopftuch, die islamischen Kleidungsvorschriften können ja bekanntlich sehr streng ausgelegt werden, besonders für Mädchen und Frauen. Ein immer wieder brodelnder Konflikt in Deutschland dreht sich um die Frage, ob muslimische Mädchen am Schwimmunterricht in der Schule teilnehmen müssen oder nicht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun entschieden, ja, sie müssen. Dafür können sie einen sogenannten Burkini tragen, der im Einklang mit den strengen Bekleidungsregeln des Korans stehen soll. Burkini setzt sich aus den Worten Burka und Bikini zusammen. Wer hätte das gedacht? Und im Prinzip ist das ein mehrteiliger Taucheranzug mit angenähtem Kopftuch. Er bedeckt den ganzen Körper bis auf Hände, Füße und Gesicht. Ein weiterer Vorteil, der Burkini ist weit geschnitten und selbst nach dem Schwimmen klebt der Stoff nicht am Körper, sodass keine weiblichen Rundungen zu sehen sind. Hintergrund für das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts war eine Klage der 13-jährigen Asma Akcha aus Frankfurt am Main. Sie hat Befreiung vom Schwimmunterricht beantragt, den die Schule allerdings verweigerte. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte der Schule Recht gegeben. Im Revisionsverfahren ging es nun um die Abwägung der Religionsfreiheit und den Bildungsauftrag des Staates. Der koedukative, also der gemeinschaftliche Schwimmunterricht von Jungen und Mädchen gehört in Deutschland zum staatlichen Erziehungsziel. Das Urteil ist eindeutig. Es sei der Schülerin zuzumuten, in einem Ganzkörper-Badeanzug am Schwimmunterricht teilzunehmen. Asma wandte ein, dass sich auch im Burkini Körperumrisse abzeichnen würden. Zudem schäme sie sich, Jungs in Badehose zu sehen. Das Bundesverwaltungsgericht entkräftete dieses Argument mit der Begründung, dass man seine Religion in Deutschland zwar frei ausüben darf, jedoch den Kleidungsstil anderer Menschen ertragen muss. Ich meine, tragen wir im Sommer nicht alle gern kurze Hosen? Ich nicht. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat, bezeichnet das Burkini-Urteil als weise. Kolat sagte, ich finde, das Gericht hat einen hinnehmbaren Ausgleich zwischen Religionsfreiheit und Bildungsauftrag gefunden. Es sei wichtig, dass muslimische Kinder am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und dazu gehört auch der Sport- und Schwimmunterricht. Asma kündigte an, dass sie die Teilnahme am Schwimmunterricht auch weiterhin verweigern werde, da sie niemand dazu zwingen könne. Was ist eure Meinung zu dem Thema Religion und Schule? Wie weit passt das zusammen? Habt ihr da schon mal selbst Erfahrungen gesammelt oder Probleme bei euren Mitschülern mitbekommen? Es würde uns sehr interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, also schreibt es uns bitte in die Kommentare. Da drüben gibt es wie immer zwei weitere Videos und direkt unter mir könnt ihr uns abonnieren. Dort findet ihr auch der Excalibur und in der Beschreibung alle wichtigen Links zu allen möglichen Social-Media-Seiten. Ciao.